So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dreamlight Valley. In der letzten Folge haben wir es geschafft, Mickey auf das 5. Freundschaftslevel zu bekommen. Wir müssen das halt noch für 2 andere Dorfbewohner auch noch mitmachen. Aber das ist ein bisschen schwieriger als gedacht, denn ja, man muss halt relativ viel machen, in Anführungszeichen, um halt auf dieses Freundschaftslevel zu bekommen. Aber wir können jetzt anhand unseres Dreamlights eine weitere Tür öffnen. Was wir auch machen werden. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Oh. Ja, du bist der Einzige, der Dreamlight benutzen kann, um diese Tür zu öffnen. Drin wirst du eine Küche und einen sehr kleinen Kochbuch finden. Magnifique. Das ist voran süßig für großartig. Weißt du, es ist großartig, dass du jetzt die Welt von Ratatouille besuchen kannst. Oh, ich meine Küche ist Hunger. Da kriege ich jetzt Hunger. Oh. Oh. Hm. Oh, das sieht ja lecker aus. Die Gurken. Tomaten und die Kürbisse und das Brot. Oh. Was ist denn das? Das sieht alles so lecker aus. Hallo. Hallo. Oh, hallo. Männchen, ich dich kenne. Hä? Ich bin Remy und es sieht so aus, als ob du mir zuhörst. Moment, verstehst du mich? Natürlich, ich kann jeden hier verstehen. Ich bin Puffin. Normalerweise sieht man keine Ratten in der Küche. Richtig, allerdings bin ich der Koch dieses Restaurants. Bevor du fragst, wir bestehen alle unsere Gesundheitsinspektionen. Entschuldige, so habe ich es nicht gemeint. Ich weiß, ist schon in Ordnung. Wie auch immer, keine Zeit zum Reden. Der Speis ist erfüllt sich und die meisten meiner Mitarbeiter sind krank. Außerdem ist heute Abend ein Gastronomiekritiker zu Besuch. Ich muss einen guten Eindruck machen. Wenn unser Essen schlecht bewertet, bin ich ruiniert. Kann ich helfen? Oh. Kannst du helfen? Aber natürlich. Mhm. Hast du schon einmal in der Küche gearbeitet? Ich kann kochen. Mhm. Nun, zum Glück musst du nichts allzu Ausgefallenes machen. Noch nicht. Mhm. Momentan brauche ich dich nur für den Abwasch. Sicher, kann ich machen. Oh. Danke und bitte beeil dich. Ich brauche sie schnell. Au revoir. Au revoir. Ach, hier. Achso, die Gießkanne. Klar, warum nicht? Wenn es auch so einfach wäre, Geschirr sauber zu bekommen, da hätte ich bei mir in der Küche nur eine Gießkanne stehen. Bonjour. Sauberes Geschirr, fantastisch, danke dir. Mm. Hey, wenn du schon mal da bist, was hältst du von Kochen? Kochen ist eine Kunst. Finde ich auch. Die Art und Weise, wie die Aromen harmonieren, es ist wie Musik. Wenn man ein ganzes Gericht zubereitet, ist das wie die Komponieren einer Symphonie. Aber genau wie eine Kunst braucht es Übung. Lass uns loslegen. Toll, wir bereiten ein paar Gerichte zu. Eins mit Fisch, eins mit Obst. Die Zutaten, die wir brauchen, findest du in der Küche. Hoffentlich sehen wir uns bald. Wir sehen uns jetzt gleich wieder. Was brauche ich? Finde einen Fisch in Remis Küche und bereite mit ein Gericht zu. Wir können sehr gute Fischbrötchen machen, Remi. Aber wo hast du denn deinen Fisch jetzt hier? Hallo? Ich brauche... Ach, da oben. Muss der nicht einfach kühl gelagert werden? So, was brauchen wir? Oh. Nehmen wir noch wieder Tomaten mit? Ja. Dann haben wir hier Mais. Mit Zwiebeln, ja.
machen Fischgericht. Wir machen hier ein Fischbrötchen, wir machen mal ein Fischgericht. Wir versuchen uns mal daran. Hallo! Oh, Entschuldigung, ich kann jetzt nicht reden. Ich muss. Au revoir! Au revoir und keine Ahnung. Ei und Paprika. Oh nein, mein Inventar ist voll. Ja, gut. Dann versuchen wir uns mal. Versuchen wir mal unser Glück. Fangen wir mit dem Kuchen an. Ach, mit dem Kochen an. Okay. Guck mal, was ich gemacht habe, Remy. Bonjour. Das ist eine perfekte Präsentation. Du verstehst wirklich etwas von komplementären Geschmacksrichtungen. Danke. Aha. Mal sehen, ob du es nochmal schaffst. Benutze diesmal Früchte. Danke. Was soll ich denn jetzt machen? Das habe ich schon wieder Tomatenbanane geholt. Oh, mein Inventar ist schon wieder. Warum sind das schon wieder voll? Eine schwarze Hose. Ach, hey, magnifique. Aber keine Ahnung, was ich jetzt aus welchen Obstsalat bauen. Obstsalat, oder? War nur ein Stern, aber wir haben was mit Obst gekocht. Hey, du bist es! Ich bin beeindruckt. Du hast definitiv Talent, Parfin. Du kennst dich offensichtlich in der Küche aus. Der Beweis deiner beiden Gerichte. Wir müssen uns aber beeilen. Der Gastronomiekritiker wird so langsam ungeduldig. Bist du bereit, etwas Komplizierteres auszuprobieren? Ich bin hier, um dir zu helfen. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Ich brauche dich nämlich, um für mich ein Drei-Gänge-Menü zu kochen. Es wird heute Abend der Refix sein. Und hey, du kannst sogar entwerfen. Willst du erst die Vorspeise, ein deftiger Salat oder eine Paprika-Gebäck? Lass uns das Paprika-Gebäck machen. Oh ja. Okay, dann brauchst du eine Paprika, etwas Käse und Ei. Au revoir! Oh ja, genau, rohe Essen. So. Was? Paprika? Paprika, okay, so. So. Ich war jetzt Salmonellen, weil ich jetzt die Regenbogenforelle einfach so rumgegessen habe, aber egal. Paprika-Gebäck. Parfait. Très bien. So. Hallo! Schau dir diese Vorspeise an, die du kreiert hast. Sieh dir dieses Erlebnis an, das du geschafft hast. Weißt du, die Geschmacksrichtung ist einzigartig, aber wenn man sie kombiniert, entsteht etwas Neues. Und dabei geht es nicht immer um Innovation. Manchmal erlebt man auch Vergangenes neu. Essen kann Erinnerungen wecken. Ja, wie meine Familienrezepte. Ja, genau, jetzt wollen wir ein Gericht machen, das die Menschen an etwas Tröstliches erinnert. Als Hauptgericht haben wir eine Pizza Margherita oder einen Gemüseauflauf. Ich entscheide mich für Pizza Margherita. Eine ausgezeichnete Wahl. Finde ein einfaches Rezept für Pizza. Es ist hier irgendwo. Dann verfeinere den Geschmack mit Gewürzen, damit es eine Pizza Margherita wird. Hoffentlich sehen wir uns bald. Ich nenne das Kochbuch in Remis Küche. Ach da.
Okay, ich bin satt. Ist doch okay. So, ich muss schon wieder... Oh. Zutaten, was? Weizen, Tomate, Käse. Da kommt es jetzt nicht auch noch. Weizen brauche ich. Tomate. Und Käse war das ja noch, ne? Und dann... Achso. Und noch Oregano, das ist so ein Spaß, oder? Oh, meine Mitte ist immer noch voll. Schmeiß mir mal alles hier rein. Na, aber hab ich denn jetzt... Hä? Hab ich denn jetzt Cracker gekauft? Gekauft. Okay, Weizen, Tomate, Käse. Machen wir alles nur so. Achso, Tomaten habe ich vergessen. Was habe ich denn jetzt reingeworfen gehabt? Habe ich Apfel dort reingeschmissen? Nee. Einfach dort. Oh, die ist auch ganz... Oh... Am Schluss auf Pizza Margarita. Kann ich das essen? Okay, wie viel habe ich denn jetzt? Drei. Das kostet die Sache. Wie viel musste ich denn eigentlich für den Maui? 2 von 3. Einmal. Kann ich das nicht einfach? Moment. Warte, Weizen. Tomate. Und. Käse. Aber ich glaube Käse. Ach, geht noch. Gut. Ich versuche es einfach mal, noch ein drittes Gericht hinzuzaubern. Und würde es einfach erstmal Maui bringen. Haben wir zwar ein kleines bisschen gecheatet, aber ist mir auch egal. Oh, hier der Pizza Margarita. Komm gleich wieder. Nur von 3. Na, jetzt habe ich das wieder verloren. Och Mann. Ich dachte, ich könnte. Naja. Dann halt nicht. Wir müssen eh dann nochmal kurz unser Inventar dezimieren. So. Die Frage, wie kriegen wir eigentlich. Nee, nicht nein, nein. Wie kriege ich eigentlich neue Früchte? Sorten und Gemüsesorten in mein kleines Dorf. Also ich wollte ja, genau, ich verkaufe jetzt noch ganz schön die Edelsteine. Die brauche ich ja jetzt hoffentlich. Für die nächsten Aufgaben nicht. Oh. Hm. Schön, dich zu sehen.
Bis bald. So, nehmen wir auch alles mit. Und jetzt gehe ich wieder zurück zu Remy. Hallo. Bonjour. Salut. Was habe ich jetzt alles in meinem... So, also ich brauche diese. Ich brauche Weizen. Und Oregano. Und Tomaten. So. Ach so, und da kommen wieder Cracker raus, ne? Das Problem hast du schon mal. Ach nee. Ach ja, stimmt, ich hatte ja was anderes reingeschmissen. Oh, die Sterne. Waffe. Magnifik. Bonjour. Dieses Gericht war perfekt, aber du bist noch nicht fertig. Der letzte Gang ist der Nachtisch. Aha. Nachtisch sind sehr wichtig. Sie sind der letzte Geschmack, den dein Geist mir nach Hause nimmt. Wenn wir keine fabelhafte Nachtisch im Angebot haben, wird unser Gastro-Kritiker in der Luft reißen. Okay, wir sind Bananenkuchen oder einen Apfelkuchen zubereiten. Ich entscheide mich für den Apfelkuchen. Mm-hmm. Ein Klassiker, diesmal lasse ich dich allein arbeiten. Ja. Du brauchst drei Zutaten und denk daran, das Wichtigste für jeden Kuchen ist Butter. Ja. Hoffentlich sehen wir uns bald. So, also wir brauchen das. Ich hoffe mal, das ist so richtig gewesen. Zucker haben wir ja nicht. So, Apfelkuchen. Parfait. Hallo! Der Anschub für das Abendessen hat begonnen. Eine Bestellung. Ich möchte einen Ranch-Salat. Ich überlasse die Bestellung dir, aber ich gebe dir einen kleinen Tipp. Unser Ranch-Salat wird aus Salat, Tomaten, Mais, Paprika und Zwiebeln zubereitet. Ich will es merken. Oder kauft jemand das mal ab? Ich habe kein Vertrauen in mein Gedächtnis. So. Fotografiert. Ach, Bär. Wenn er fertig ist, stell es auf die Servierluke. Nimm der Tüte, damit es dem Gast serviert werden kann. Danke! So. Also, wir brauchen Salat, Paprika, Zwiebeln, dann brauchen wir Salat. Warte. Wo habe ich denn jetzt hier Mais? Da oben. Oh ja, Mais. Oh, auf Mais habe ich jetzt auch Lust. Oh. So. Müsste jetzt heute wirklich alles haben. Das sieht echt lecker aus. Oh, 5 Sterne. Ach, hier. Ach so, da möchte ich mit mir sprechen. Hey, du bist es! Der Gastronomie-Kritiker wartet auf das Hauptmenü. Natürlich hat er meine Spezialität bestellt, das Ratatouille. Mhm. Ich bin gerade mitten an 3 Bestellungen. Könntest du aushelfen? Bereite perfektes Ratatouille zu. Ja, du schon beobachtet. Du schaffst das. Das sind Gemüse und Gewürze und Erinnerungen. Los! Wir sind ein gutes Team. Keine Ahnung, wie ein Ratatouille gemacht wird.
War das nicht mit Reis? Keine Ahnung, Zucchini? Nein, halt! Haben wir gerade Gemüsepalette draus gemacht. Habe ich hier ein Kochbuch? Ei vielleicht? Eine Paprika. Oh, das habe ich zweimal. Keine Ahnung, Maschine. Tomaten auch noch mit. Ich habe die Zucchini vergessen. Also, wie kann ich sowieso nicht in den Topf reinschmeißen? Nein, nicht. Wenn ich das hier alles reinschmeiße, kriege ich bestimmt... Ah, ne, hab ich schon wieder abgehört. Nicht eine Tomate. Eine grille Gemüseplatte, oder? Köstliche Gemüseplatte. Boah, ich will doch nie wieder Ratatouille gemacht wird. Keine Ahnung, Gott. Gemüse, ja. Das ist ein Gemüse, der ist lustig. Keine Ahnung, Käse vielleicht. Ja. Ich schau mal ganz schnell, wie das Ratatouille gemacht wird, weil ich habe absolut überhaupt keine Ahnung, wie überhaupt ein Ratatouille aussieht. Ich dachte, das wäre das Eis Dingens. Ratatouille. Okay, warte mal schnell. Gut, ich war noch gar nicht so schlecht dabei. Also ich habe jetzt das Rezept mal aufgelistet. So, warte mal, wir brauchen hiervon nichts. Wir brauchen Zwiebeln, Basilikum. Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Ah ne, habe ich Oregano? Ne, Oregano brauche ich gar nicht. Nee. Weg damit. Ein Ratatouille? Anders aus. So. Ja. Bonjour. Der Gastronomie Kritiker hat dem Ratatouille 5 Sterne gegeben. Was für eine Erleichterung. Tausend Dank. Weißt du, Puffin, du bist eine sehr talentierte Köchin. Willst du für mich arbeiten? Eigentlich habe ich ein Restaurant für dich in meinem Dorf. Es wäre eine großartige neue Herausforderung. Hm. Ich liebe Herausforderungen beim Kochen und es könnte ein guter Zeitpunkt sein, um etwas zu recherchieren. Weißt du was? Das mache ich. Ich komme in dein Dorf und helfe dir mit dem Restaurant. Moment, behalte ich das Stellenangebot eine Unterkunft? Ich kann nicht in der Küche schlafen, das wäre nicht hygienisch. Ich brauche definitiv ein Haus, bevor ich gehen kann. Au revoir! Au revoir, salut! So. Mal gucken, ob er jetzt, wenn wir Remi bei uns im Dorf willkommen heißen,
ob wir da jetzt neue Utensilien erhalten. So. Kann ich den Baum? Oh Moment, ich muss erstmal hier kurz ein kleines bisschen. Tada! Er ist nämlich nicht so weit zu seiner Arbeitsstätte dann. Hallo! Remy mag ein kleiner Koch sein, aber er hat einen Feingeschmack und hohe Ansprüche. Wenn du ein Haus haben willst, das seinen Ansprüchen gerecht wird, musst du schon etwas tiefer in die Tasche greifen. Lass ein großes Haus für eine kleine Ratte bauen. 2000. Mit einem solchen Spitzenkoch in der Nähe kann die Wirtschaft des Tals so richtig in Schwung kommen. Heiße Remy, willkommen. Hey. Bisschen verschwommen, oder? Nee, gib mir mal dein Hand weg. Ja, das kommt. Das sieht doch schön aus. Da freue ich mich wirklich drüber. Hallo? Ja, hallöchen, Popöchen. Hey, du bist es. Dieser Ort ist wunderschön und komme mir irgendwie bekannt vor. Es kommt mir fast so vor, als ob ich schon einmal hier gewesen wäre. Seltsam. Oh. Nun, jetzt habe ich keine Zeit mehr darüber nachzudenken. Ich habe ein Restaurant zu eröffnen. Herzlichen Glückwunsch. Aha, wir haben noch eine... Oh, was ist denn da? Hä? Was? Was hast du denn jetzt gerade? Ja, da haben wir eine neue Aufgabe. Wir müssen nämlich noch für unseren guten Remy das neue Restaurant herrichten. Und ich glaube, da braucht man bestimmt auch ganz viel Geld dafür. Ich freue mich jetzt schon. Wie ein Flitzebogen. Und ja, würde aber sagen, machen wir das einfach in der nächsten Folge. Uns drängt da jetzt nicht. Das... Berli nimmt langsam Form an und jetzt haben wir unseren zweiten Bewohner begrüßen dürfen. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.